Zittert die? Die zittert mit der Knarre. Tür verschlossen. Ich gehe jetzt wieder zurück, da wo die anderen vorhin waren. Geh da erst nochmal. Hi, das kleine was? Pegasus-Einhorn. Hi, das kleine Pegasus-Einhorn. Du musst den Codeknacker erst reparieren. Ja, schon, aber ich brauche dafür ja irgendwas. Ich brauche dafür ja irgendwas. So, vielleicht finden wir dort unten was. Also mit einer Knarre fühlt man sich gleich viel sicherer. Oh Gott, irgendwas, ich übersehe bestimmt alles. Nein, hier ist nichts. Oh, meine Güte. Das ist echt schlimm, finde ich. Also ich fürchte, dass wir da in diesen blöden Schacht rein müssen, ne? In diesen Gruselschacht. Und auf der Etage war ja weiter nichts, bis auf die Knarre. Okay, also wir gehen in den Gruselschacht. Da oben war ich ja jetzt drin. Da hinten geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Hier ging's, glaube ich, auch nirgends weiter. Ah, Karte erneuern kann ich hier aber machen. Also aktualisieren. Okay. Okay, da sind wir. Unterer Stock. Durchsuchen Sie den Tech-Support nach einer neuen Datenzelle. Das heißt, es ist schon hier in dem Bereich. Werkarchiv. Was? Solange man trifft, stimmt das? Ja, ne? Nochmal kurz gucken, wo stehe ich gerade? Ich stehe gerade da. Okay, okay, okay. Das heißt, ich muss in dem Bereich gucken. Ich muss wieder zurück. Mal, ging es hier irgendwo lang? Nee, ne? Nope. Mist, das heißt, ich muss da hoch. Da ist der Zugang aber versperrt. Was habe ich dafür nochmal gebraucht? Eine Schlüsselkarte. Okay, das heißt, unser erstes Ziel ist Schlüsselkarte. Ich bin so schlecht in Sachen finden. Schlüsselkarte, Schlüsselkarte. Ich bin so doof, meine Güte. Wie kann man nur so blind sein? Aber gut, also ich muss sagen, es war schon so versteckt, dass man nicht direkt drauf kommt. Aber trotzdem. Okay, hier müssen wir lang, das ist der Bereich. Ja, ja, ja. Ausrufezeichen doof. Sehr schön. Okay, hier müssen wir das sowas bekommen. Jetzt hört auf, das doof zu spammen. Ausweiskarte einsammeln. Gut, die brauchen wir für die andere Tür hinten. Aber wie hieß das Teil nochmal, was wir brauchen? Datenzelle. Okay, wir brauchen eine Datenzelle. Irgendwo hier muss es eine Datenzelle geben. Taschenrechner. Ah. Der ist ja ganz löchrig. Eine Rauchgranate! Oh, ich habe einen neuen Bauplan. Sehr, sehr schön.
Schrott. Brauchen wir den Schrott unbedingt? Ja, was soll's. Nehmen wir jetzt mit. Ich glaube, Schrott haben wir... Oh Gott. Ich muss jetzt mal ganz kurz ins Inventar gucken. Ups. Spiel fortsetzen natürlich. Aber wir gucken jetzt mal... Nein, ich habe jetzt alles mitgenommen. Oder? Okay, für eine Rauchgranate. Was brauchen wir da? Sprengkapseln. Davon haben wir zu wenig. Sensor... Und Bindemittel. Okay, Bindemittel haben wir genug. Nein, Ethanol fehlt uns. Okay. Ethanol fehlt uns. Ich weiß, wo es welches gibt. In diesem komischen Bordrestaurant. Da gab es Ethanol. Sensor und Bindemittel. Alles klar. Gut, Schrott haben wir. Oh Gott, nee. Ich nehme jetzt keinen Schrott mehr mit. Ich glaube, das reicht. Okay, da, wo dieses komische Bordrestaurant ist, wo ich gesagt habe, so will ich mein Wohnzimmer. Da war Ethanol auf dem Tisch. Brauchen wir noch einen Clip für Mittwoch? Okay. Bindemittel. Ethanol bräuchte man noch. Wenn wir hier auch welches finden, das wäre so mega. Aber ich traue dem ganzen Zeug hier nicht. Okay, wir gehen jetzt trotzdem da rein. Los. Mal auf die Map gucken, wo wir sind. Okay. Oh Gott. Der Flugschreiber. Okay. Okay. Was? Was? Was ist denn das für ein Passwort? Keine Daten. Nein. Der wurde gelöscht. Konzentrier dich. Unbefugter Zugang registriert. Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Sicherheitskontrolle wird ausgeführt. Ernsthaft? Scheiße, ich hätte zuerst in die anderen Räume gemusst. Mann. Das ärgert mich jetzt schon. Shit. Was? Eh, was? Danke. Was bringt das jetzt? Zelle. Doch, wir sind hier richtig. Sehr gut. Okay. Okay. Ein funktionierender Zugangsgenerator. Hacken Sie den Aufzug. Okay. Alles klar. Werde ich tun, wenn ich hier rauskomme. Irgendwie, irgendwann. Gibt's hier gleich eine Schießerei, eine Wilde? Ich bin bereit. Ja, wie komme ich hier jetzt raus? Kann ich das Teil damit auch hacken? Ja. Mal schauen, ob das klappt. Mit Maus auf das Codesystem zugreifen und Tasten bewegen und E benutzen, um den angegebenen Code einzugeben. Ja, ich sehe halt mal gar nichts. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, was ist denn das für ein doofes System? Okay, und ich muss das da aussuchen, oder was?
E. Und E. Und E. Okay, hab's gecheckt. Sehr schön. Gott, ist das kompliziert, meine Güte. Jetzt erstmal hier rein. Ach nee, ich will nicht schon wieder hier. Ich bin doch nicht so ein Hacker. Zuerst das da. Nein, oh scheiße. Stimmt das ja. Also das Hacken hier macht mir schon mal keinen Spaß. Was ist das? Flammenwerfer brennen. Das wird hier noch richtig abgehen. Durchsuchen. Das nehme ich schon mal. Die Leuchtfackel auch. Den Schrott lasse ich da. Marshal Waits. Hier spricht Chief Porter von Tech Support. Waits, da ist nicht auf dem Flugschreiber. Wir haben weiß Gott wie viele Firmendatenschutzrichtlinien gebrochen und können nichts vorweisen. Nichts außer dem Weyland-Yutani-Logo und einer leeren Auslesung. Diese Teile wurden für die Ewigkeit gebaut. Also hat entweder jemand auf der Nostromo den Mutterprozessor beauftragt, ihn zu formatieren, oder die Daten waren beschädigt, bevor sie hier ankamen. Kann mir vielleicht jemand erklären, warum das eine Priorität war? Okay. Mit dem Hacken musst du dich anfreunden. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das ist nur, mich macht es so nervös. Mit dem, wenn der Sound immer schneller wird. Wisst ihr, was ich meine? Piep, 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 piep. Und das macht mich voll nervös. Okay, Freundchen. Ich hoffe, du bist wirklich tot. Oh Gott. War das das Alien? Bitte nicht. Gibt's hier irgendwas, was ich brauche? Da liegt was, okay. Nehmen wir, okay. Okay. Wo lag denn der? Den habe ich gar nicht gesehen, den Bauplan. Okay, wir können jetzt eine Blendgranate machen. Und ich hoffe, dass das nur der Computer ist, der hier so komisch rattert. Eine Rauchgranate, richtig. Finde ich cool. Okay. So, wie kommen wir hier jetzt wieder raus? Ach ja, wir können schon wieder hacken. Ach nee, wir müssen gar nicht mehr hacken. Hier rein? Nee. Das kann nicht wahr sein. Deaktivieren Sie die Sicherheitsabriegelung. Wo? Okay, wir haben gerade darüber geguckt. Das heißt, wir müssen da irgendwo hin. Was hacken Sie denn? Aufzug? Okay. Gut, in dem Bereich hier. Ups. Hoppla. Bin ich jetzt blöd? Ach nee, wenn ich es in die Luft habe. Das Hacken ist wie Memory. Ich speichere nicht genug. Oh, dann sollte ich das tun. Wo war denn der letzte Speicherpunkt? Da oben, ne? Okay, das werde ich mir jetzt angewöhnen. Speichern. Alles klar. Ja.
Oh Gott, dieses blöde Zeug hier. Okay, hier in dem ganzen Bereich kann es also sein. Das heißt, ich fürchte, dass ich da durch die Schächte muss. Wohl nicht. Tür verschlossen. Okay. Da unten können wir aber jetzt rein, ne? Da nicht, aber hier. Okay. Osch. Na. Okay. War das meins? Das war doch meins. War das meins? Mann, jetzt habe ich mal mein Schlägerding hier anscheinend verloren. Okay. Wie war das mit den Bugs? Ja, stimmt. Wer hatte das vorhin gesagt? An einem stirbst du nach 20 Minuten und dann bist du wieder doof. Ja, stimmt. Okay, also speichern, speichern, speichern. Oh Gott, es ist so viel. Okay, Chief. Die gute Nachricht ist, dass die Archivierung des internen Mailsystems von... ich kann schon wieder nicht lesen. Sevastopol im Zuge der Stilllegung zu 80% erledigt ist. Die Verbindung zu Apollo wurde getrennt. Aber das einfache Nachrichtensystem funktioniert noch für die Leute, die noch hier sind. Die schlechte Nachricht, wer auch immer das System erstellt hat, hat bei der Hardware gespart und es gab ein paar undichte Stellen. Mike Tanaka schaut sich die Sache an. Er ist der Spezialarchivar, den wir bestellt haben, und er scheint sich auszukennen. Ich wollte sie nur schon mal vorwarnen. Franco. Alles klar. An W. Chief Porter. Alles klar, alles klar, alles klar. Da können wir eins zurück. Mal gucken. Was ist das? Trostlose Isolation. Die Raumstation, die niemand wollte, verwaltet von einer Firma, die wir alle vergessen haben. Sevastopol ist nur noch ein rückständiges Nest. Die Bevölkerung liegt bei einem Zehntel der Optimalanzahl. Optimalzahl. Andockrampen stehen leer und die Rollläden der Geschäfte sind allesamt runtergelassen. Bestellungen für Ich glaube, ich sollte jetzt aufhören. Bin viel zu müde. Kostensparend hergestellte Androiden sind längst Schnee von gestern und das antiquierte Apollo-KI-System unterliegt häufigen Störungen. Wie konnte es so weit kommen? Und viel wichtiger noch, wohin sind Milliarden von Dollar an Investitionen verschwunden? Mein Name ist Julia Jones. Für diesen Bericht in der Colonial Times habe ich 2 Monate lang auf der Sevastopol gelebt und den Preis entdeckt, den unsere zweitrangige Firmen für ihre Überexpansion im Wettrennen in die Tiefe des Weltalls bezahlen müssen. Leute, ich glaube, ich muss aufhören. Mir brennen schon meine Äugelein. Glaub, da bist du gestorben? Wo bin ich gestorben? Hä? Echt? Nee, durch was denn? Die sind noch gar nicht so weit runtergekommen, die anderen. Ich hatte den vollen kurz in der Hand und habe damit geschlagen und irgendwie hat er dann scheinbar die Tür festgesteckt. Okay, wir ziehen uns das noch rein, was hier ist, gucken uns kurz in dem Raum um und dann speichere ich und dann würde ich sagen, hören wir auf, ne? Weil ich bin schon viel zu fertig. Ich muss in mein Bettchen. Space Hotel war ein kompletter Bug. Ja, ja, ja. Ja, also ich glaube, da bin ich nicht... Ja, genau. Also ich denke, das ist vom Hauen kommen. Ich glaube, ich habe es jetzt auch verloren. Audio? Gibt's nichts? Okay, will nicht. Zubehör? Gibt's auch nichts. Alles klar. Alles klar.
Dann gucken wir uns jetzt hier mal kurz um. Ups. Ja, Revolvermunition nehmen wir auf jeden Fall mit. Das nehmen wir auch mit. Pumpgun-Patronen. Wir haben zwar noch keine, aber schadet ja nicht, schon mal Sachen für etwas zu haben, was wir später brauchen. Was haben wir da? Sprengkapsel. Natürlich nehmen wir das mit. Nur Schrott nehmen wir jetzt erstmal nicht mehr mit. Zum Verstecken. Bindemittel, ja, nehmen wir auch mit. Inventar voll, okay, dann nehmen wir es halt nicht mit. Ich weiß nicht, ob ich auch die DLCs spiele. Weiß ich nur nicht. Das werden wir sehen, wie weit wir kommen. Es kann auch sein, dass es mir zwischendurch so dermaßen zu viel wird, dass ich es abbreche. Was ich natürlich nicht hoffe, ne, aber... sagen wir mal, ich versuche auf jeden Fall, das ganze Ding durchzuspielen, egal wie lange es dauert. Da werden wir uns schon irgendwie durchquälen können. Denn ich habe ja noch euch an meiner Seite und ihr helft mir ja. Hi, Morlock. Hi. Servus. Viele brechen früh ab. Ich weiß auch warum. Kann ich das Ding erschießen? Kann ich das Ding erschießen? Ich dachte, das kann mich sofort riechen. Es läuft über mir irgendwo rum. Scheiße, wo ist das? Das ist irgendwo direkt über mir, ne? Okay, ich glaube, ich hätte vorher speichern sollen, bevor ich... Also, ich meine... aufhören sollen, bevor das alles jetzt hier passiert. Okay. Wir speichern jetzt mal ganz schnell. Oh, fuck. Das ist auch genau dahin gegangen, wo wir hin müssten. Revolver bringt nichts. Gott, warum? Warum? Okay, also. Wir haben gespeichert. Ich verstecke mich jetzt hier in den Schrank. Alter, die macht das so laut und so auffällig. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ja. Es ist nach 0 Uhr und ich würde sagen, also ist der Computer, und ich würde sagen, wir spielen das nächste Mal weiter. Da brauchst du mehr Wumms, nur der Flammenwerfer bringt was, dann müssen wir den das nächste Mal so schnell wie möglich finden, beziehungsweise zusammenbasteln, alles was wir dafür brauchen. Aber ich würde sagen, so machen wir das. Ne? Spielen wir nächste Woche Mittwoch, geht es dann weiter und ja, dann würde ich sagen, beende ich das hier an der Stelle. Oh Gott, nee, so viele Nerven habe ich heute nicht mehr. Oh Mann.